Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch wieder einmal mitnehmen in Sielmanns Naturlandschaft, um euch in der winterlichen Döberitzer Heide Przywalski-Pferde zu zeigen. In der Wildniskernzone ist eben nicht nur Wiesentland. Das Przywalski-Pferd oder auch asiatisches oder mongolisches Wildpferd ist die einzige Unterart des Wildpferdes, die bis heute überlebt hat. Benannt wurde diese Art nach Nikolai Michailowitsch Przywalski, einem russischen Expeditionsreisenden, der 1878 von einer Expedition nach Zentralasien Haut und Schädel dieses in der westlichen Welt noch nicht bekannten Pferdes mitgebracht hatte. Da es aber nun sicherlich aufregendere Dinge gibt, als drei Przywalski-Pferden zuzuschauen, wie sie Heu fressen, und ein längeres Verweilen auf diesen Sitzmöbeln voraussichtlich hämorrhoidenfördernd gewesen wäre, zogen wir es vor, auf der Suche nach weiteren Lebewesen in Richtung Rastplatz Wüste zu wandern. Gerne hätte ich mehr gehabt. Ob nun mehr Sonne oder mehr Schnee sei dahingestellt, und die einzige Lebensform, derer wir angesichtigt wurden, war dieser Hominide mit seinem Fahrrad. Auf dem Rückweg konnten wir noch eine große Herde Przywalski-Pferde beobachten, jedoch waren diese zu weit für mein Objektiv von uns entfernt. Und so kamen wir wieder an die Stelle, wo unsere drei bekannten Przywalski-Pferde sich mit ihrem Heu vergnügten, nur hatte sich jetzt eine große Rotte Wildschweine dazu gesellt. Nachdem sich nun die Leibspeise eines berühmten Gallias sozusagen aus dem Heu gemacht hat, möchte ich noch einmal zurückkommen auf die Przywalski-Pferde. Am Ende des Zweiten Weltkrieges soll es noch ca. 40 Stück dieser Art gegeben haben. 1969 dann wurde das letzte freilebende Przywalski-Pferd gesehen. Seitdem werden die Tiere in Zoos und von Privatleuten nachgezüchtet. Heute sollen laut Zuchtbuch wieder 2000 Pferde dieser Art leben und es wird versucht, sie in freier Wildbahn in ihrer ursprünglichen Heimat auszuwildern. Mit einem letzten Blick auf diese wunderschönen Tiere einer seltenen Rasse sind wir auch schon wieder am Ende meines heutigen Beitrages angelangt. Erstaunt war ich darüber, wie Pferde und Wildschweine so dicht beieinander stehen und fressen. Ich hoffe, dieser kleine Film hat euch gefallen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye hier aus Studio B, euer Tomcat.